Ja, auf der L99 im Rathenower Bereich ist ein 50-jähriger ukrainischer Fahrer eines LKWs mit Sattelauflieger aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrerhaus ist dann gegen einen Straßenbaum geprallt. Dieser Baum ist dann zum Teil entwurzelt worden und in Schräglage über der Straße hat er dann sein Geäst verloren. Der Sattelauflieger ist komplett umgefallen. Dabei ist die Ladung natürlich verrutscht. Ist auch teilweise in die Richtung des Fahrerhauses hat sich diese Ladung bewegt. Und bei dem Aufprall und mit dem Verrutschen der Ladung ist der Lkw-Fahrer leicht eingeklemmt worden im Fahrerhaus, sodass er durch die Feuerwehr befreit werden musste. Aber er hat dabei glücklicherweise ganz leichte Verletzungen nur davongezogen. Er wurde behandelt im Krankenhaus. Als Problem stellt sich noch dar, dass aus diesem LKW, aus dem Tank, der dabei beschädigt wurde, Diesel ins Erdreich sickerte, sodass auch die Umweltbehörde ins Boot geholt wurde. Und die wird morgen gucken oder heute schon gucken, ob da Erdreich ausgehoben werden muss, weil der Erdboden verunreinigt wurde. Hier konnte relativ schnell festgestellt werden, die Feuerwehr hat nur eben die Tür aufgemacht und der Fahrer konnte allein, hat gesagt, nee, ihr braucht mir nicht rausschneiden. Er konnte allein das Fahrzeug verlassen, stand da so ziemlich äußerlich unverletzt da. Die Untersuchungen haben das auch bestätigt. Also nee, das ist Routinearbeit.